Willkommen zu einem Friseursalon Teacup. Mein Name ist Dani. Du hast einen Termin heute. Okay, wenn wir gerade nachgucken. Ja. Zum Haare schneiden? Okay, gut. Komm einfach mit rüber. Wir waschen erstmal deine Haare, okay? Gut. Okay, alles so bequem? Okay, gut. Auch im Nacken? Okay, lass mich sofort wissen, wenn das Wasser zu warm oder zu kalt ist, okay? Gut. Shampoo. Okay. Was hat sich so? Gut. Okay. Ein bisschen Conditioner drauf. Und aber nur eine kleine Portion. Die Haare sind wirklich in einem guten Zustand, deswegen denke ich nicht, dass das so notwendig ist. Aber eine kleine Kopfmassage hat mir nichts einzuwenden. Ausspülen. Kannst du so angehen? Okay, wir gehen dann rüber an den Stuhl, um die Haare zu schneiden. Okay. Perfekt. Okay, gut. Okay, ich fange erstmal an. Ich weiß.
Parken in der Innenstadt finde ich ja sowieso generell furchtbar. Entweder zahlst du dich zu Tode an Parkgebühren oder musst 3 Stunden lang laufen. Ja. Das könnte man schon mal ändern. Aber es ist ja wie immer das alte Lied. Ja, das ist gut. Wenigstens direkt was gefunden. Gesehen. Also, ich habe teilweise echt da gesessen und habe mir gedacht, oh, wird es jetzt endlich passieren? Ist immer witzig. Du investierst immer, wenn du wirklich, also für mich ist es so, wenn ich wirklich eine Serie finde, wo ich absolut ein Fan von werde, dann fieber ich da echt furchtbar mit. Schon ein bisschen länger, ne? Okay, gut. Geh halt still, bitte. Einigen, weil die das auch so lang gezogen haben, ne? Ich meine, ich finde es immer ganz gut, wenn der Plot, wenn es dich immer so ein bisschen am Schweben lässt, wenn du nicht immer so, wenn du halt nicht so vorhersehen kannst, was passiert. Ja. Wie bei Game of Thrones. Hast du es gesehen mit der Bluthochzeit? Echt so dramatisiert. Ja. Danach habe ich mein Vertrauen verloren. Okay. Die Gesichter, die ich gemacht habe, ich weiß gar nicht, ist es. Dass mein Nachbar nicht rübergekommen ist und gefragt hat, ob alles in Ordnung ist.